Das Thema möchten wir vertiefen. Aus Innsbruck heute Morgen zugeschaltet ist uns Professor Gerhard Mangold, Politologe und Russland-Experte. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es gerade schon gehört, die schwer umkämpfte Stadt Bachmut, die Aussagen des russischen und des ukrainischen Präsidenten, diese Stadt nicht aufgeben zu wollen. Und die erste Frage an Sie wäre, inwieweit geht es da um ein politisches Statement oder ist das wirklich eine strategisch wichtige Entscheidung für den Verlauf des Krieges? Ich denke, militärisch gesehen wäre es seit einigen Wochen schon vernünftig gewesen, die ukrainischen Soldaten aus dieser Stadt, die strategisch nicht sehr wichtig ist, zurückzuziehen. Es gibt auch Berichte, dass in der Armeeführung es tatsächlich Stimmen gibt, dass dieser Rückzug hätte erfolgen sollen und die es weiterhin gibt. Aber gerade das gestrige Statement von Selenskyj und sein Verweis, dass er im Einklang sei mit seinen militärischen Oberbefehlshabern, dass man in Bachmut bleiben solle, ist ein Indiz dafür, dass es diese Spannungen gibt zwischen politischer Führung und Militär. Aber Selenskyj, der politische Führer, hat sich bislang durchgesetzt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.